Russland überlegt nun doch, Kryptowährungen mit in die eigene Zahlungsinfrastruktur mit einzubinden. Tether steht möglicherweise doch vor großen Liquiditätsproblemen und ein Solana-Protokoll löscht sich selber. Viel Spaß mit dem heutigen Video Krypto aktuell. Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und im heutigen Video sprechen wir über einige meiner Meinung nach sehr wichtige Themen im Crypto-Space. Beginnen werden wir das aktuelle Video selbstverständlich mit Zahlen, Daten und Fakten bezüglich Bitcoin und gehen dann auf die einzelnen Themen ein. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video, lasst uns gar nicht lange um den heißen Brei reden, ihr wisst es. Lasst super gerne eine Bewertung und einen Kommentar da, um mich und meine Arbeit zu unterstützen. Springen wir nun auf die erste Folie. Bitcoin aktuell bei knapp über 20.000 Dollar, Ethereum bei 1.600 US-Dollar. Wir sehen es hier an den prozentualen Schwankungen. Hier passiert im Crypto-Space momentan nicht viel. Wir haben gestern uns darüber unterhalten, die Preis-Ranges 20.800 US-Dollar oder 19.000 US-Dollar würden hier bei einem Überschreiten des jeweiligen Kursniveaus entweder sehr bullisch oder sehr bärisch werden. Auch der Fear and Greed Index ist in den letzten Tagen wieder vorsichtiger geworden. Er zeigt, dass der Crypto-Space wieder in die extreme Angst rutscht, weil der Markt halt einfach nur sehr unsicher ist. Momentan bouncen wir mehr oder weniger von einer Unterstützungslinie, eben den 20.000 US-Dollar. Gerade psychologisch ist das natürlich eine wichtige Kennlinie und es war unter anderem ungefähr das All-Time-High-Niveau des Bullruns 2017. Dementsprechend sehen wir hier sehr starke Widerstände. Ob diese halten werden, wird uns die Zukunft zeigen. So wie Plan C hier auf Twitter bereits geteilt hat, sehen wir auch deutlich unter der 20.000 US-Dollar-Marke einige Unterstützungslinien, die in der Vergangenheit immer standgehalten haben. Aber wie wir uns ebenfalls in den letzten Tagen angeschaut haben, hat der Bitcoin bisher in der Historie selbstverständlich auch noch keine Rezession durchgelebt, beziehungsweise keine so krasse Wirtschaftssituation wie zum aktuellen Zeitpunkt. Dennoch sehen wir momentan, dass die Bewegungen im Bitcoin im Allgemeinen stärker nachlassen. Hat sich im letzten Monat gerade einmal knapp 6,1% des gesamten im Umlauf befindlichen Bitcoins bewegt. Das signalisiert auf jeden Fall, dass das zirkulierende Bitcoin weiter rückläufig ist, sowie selbstverständlich auch die Reserven an den Börsen, die ebenfalls auf einem 2-Jahres-Tief sind. Eine Grafik, die ich ebenfalls sehr interessant finde und vor allem in dieser gesamten Energy-Fahrt unbedingt einmal nochmal mit reinbringen wollte, ist das Thema des Energieaufwands im Bitcoin-Netzwerk verglichen mit der herkömmlichen Energie. Es wird ja immer wieder gesagt, ja, das Bitcoin-Netzwerk verbraucht so viel Strom wie die und die Insel oder das und das Land und so weiter. Faktisch festgehalten braucht das Bitcoin-Netzwerk aktuell ca. 247 Terawattstunden. Tatsächlich werden auf der Welt allerdings knapp 154.620 Terawattstunden generiert. Und das finde ich besonders krass. Knapp 50.000 Terawattstunden werden verschwendet, weil sie beispielsweise als Nebenprodukt irgendwo in der Luft verbrannt werden. Überall sehen wir das bei den Ölfeldern, bei großen Bohrinseln und so weiter. Gerade auch überschüssige Energie kann aktuell noch nicht gespeichert werden. Diese wird eben oft zum Bitcoin-Mining genutzt. Daher kann man nicht sagen, dass Bitcoin, also die Energie, die ins Netzwerk geschossen wird, hier tatsächlich aus dem herkömmlichen Netzwerk fehlt. Alles in allem braucht das Bitcoin-Netzwerk auch zum aktuellen Zeitpunkt, wo es schon sehr stabil ist, gerade einmal 0,16% des gesamt produzierten Stroms, nutzt dafür eben meistens den gewasteten Strom und selbst davon gerade einmal nur 0,49%. Wir können also folgedessen ein viel, viel stärkeres Bitcoin-Netzwerk erleben, ohne dass tatsächlich Energiereserven genutzt werden, die ansonsten für andere Dinge benötigt werden würden. Außerdem ist es in den meisten Fällen unlukrativ. Gerade die Strompreise in der EU zeigen in letzter Zeit, dass eben das Bitcoin-Mining eigentlich nur lukrativ ist, wenn man hierbei wirklich überschüssige Energie nutzt. Warum habe ich das Thema angesprochen? Erstens wollte ich im Allgemeinen nochmal darüber aufklären und zwar in selbstverständlich auch in Bezug auf Ethereum Proof of Work beim Umstieg auf Proof of Stake. Dadurch soll ja die Blockchain bzw. der CO2-Fußabdruck von Ethereum um knapp 99% gesenkt werden und auch die Inflationsrate wird bei diesem Merge von plus 2,5% auf minus 1,5% zurückgehen. Eine weitere Thematik, die ich kurz einmal ansprechen wollte. Ebenfalls wird der Grundstein für die Skalierung gelegt und selbstverständlich infolgedessen dann auch für günstigere Transaktionskosten. Auf der Plattform Ultrasound Money kann man sich eigentlich so gut wie alle wichtigen Indikatoren bzw. Zahlen, Daten und Fakten zum Merge einmal genauer anschauen bzw. das, was hier im Netzwerk passiert und wann es im Netzwerk passiert. Sieht es zum aktuellen Zeitpunkt so aus, als ob es nur noch knapp 14 Tage dauert, bis der Merge tatsächlich stattfinden wird. Und wenn wir diesen Merge erstmal sehen, dann werden die knapp 120 Millionen Ether, die sich im Umlauf befinden, erstmal rückläufig sein. Natürlich kann es in Zukunft noch andere Änderungen im Modell geben, andere Änderungen in der Tokenomics, doch zum aktuellen Zeitpunkt wird das Netzwerk eben von inflationär zu deflationär und folgt dementsprechend quasi einem Triple Halving im Bitcoin, wenn man es hierbei vergleichen müsste. Im Allgemeinen müsste der Kurs dadurch im Prinzip
steigen, zumindest wenn man das gleiche Angebot-Nachfrage-Verhältnis hält. Und definitiv ist es fürs Netzwerk und die Tokenomics sehr gut, sowie allerdings auch für Institutionelle, die dann natürlich ein besseres Argument haben, denn momentan sind halt viele Institutionelle immer noch sehr vorsichtig, was Investitionen in den Crypto-Space angeht, unter anderem aufgrund des hohen Energiekonsums, weil sie halt eben dadurch mitverantwortlich für einen gewissen CO2-Ausstoß sind. Natürlich nur im begrenzten Rahmen, wir haben es uns eben angeschaut. Selbst bei Bitcoin ist der CO2-Fußabdruck nicht signifikant, bei Ethereum selbstverständlich sogar noch geringer. Da allerdings nicht alle im Netzwerk Bock haben auf Proof of Stake, wird sich ja höchstwahrscheinlich auch der Proof of Work Token oder Coin hierbei abforken, also eine weitere Chain bilden. Hierzu erklärte beispielsweise die Kryptobörse Coinbase erst vor wenigen Tagen am 25. August, dass auch sie möglicherweise einen ETH Proof of Work Token bzw. Coin unterstützen würden. Allerdings wird die endgültige Entscheidung erst nach dem Merge getroffen. Man möchte sich nämlich vorher mit dem Vermögenswert vernünftig auseinandersetzen und schauen, ob dieser überhaupt legal ist, bevor man hier fest sagt, ob dieser Token dann auch auf der Plattform gelistet wird. Hierzu erklärten sie, wenn es nach dem Merge weiterhin eine ETH Proof of Work Chain gibt, werden wir die nach den gleichen Grundsätzen prüfen wie die anderen von uns aufgeführten Vermögenswerte. Vor dieser Erklärung hatte sich Coinbase nicht wirklich zum ETH POW Token geäußert, machte allerdings klar, dass sie den Umstieg von Proof of Work zu Proof of Stake definitiv unterstützen. Auch Binance hat zum aktuellen Zeitpunkt offiziell bekannt gegeben, dass sie in Zukunft möglicherweise auch ETH POW Tokens unterstützen werden, allerdings nur dann, wenn auch diese ein relativ komplexes Prüfungssystem durchlaufen haben. Um die dann daraus resultierende Tokens vernünftig zu prüfen, braucht es natürlich erstmal den Merge, weil wir erst dann wirklich sehen werden, was hier mit der Chain passiert. Ein chinesischer Kryptominer hatte allerdings zuvor, wie ich es bereits vor einigen Wochen angesprochen habe, schon im Vorfeld seine Unterstützung für die Ethereum Proof of Work Blockchain bekannt gemacht. Er möchte, dass ETH POW weiterhin bestehen bleibt. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die Mining Hardware ihm in den letzten Monaten natürlich auch einen guten Profit eingebracht hat. Seine Version von ETH Proof of Work soll unter dem Namen ETHW weiterlaufen. Dazu gibt es auch schon einige Plattformen, die in der Vergangenheit gesagt haben, dass sie diesen Token oder Coin unterstützen werden. Zu den jeweiligen Plattformen gehören BitTrue, BitMEX, Huobi und Polynex. Diese haben sogar teilweise schon damit begonnen, ETHW-bezogene Produkte wie Futures und IOU-Token zu notieren. Also sie haben Tokens notiert, gelistet, die zum aktuellen Zeitpunkt noch gar nicht wirklich bestehen. Die reale Existenz solcher Tokens hängt davon ab, ob im nächsten Monat überhaupt ein solcher Ethereum Proof of Work Fork stattfinden wird. Das steht allerdings jetzt noch in den Sternen und man kann es eben noch nicht wirklich sagen. Aktuell ist die Zahl der IOU-Version von Ethereum Proof of Work, also ETHW, nach deutlicher Begeisterung stark zurückgegangen. Die ersten dieser Tokens wurden beispielsweise auf Polynex am 8. August gelistet. Am Anfang hatten wir einen relativ starken Hype, relativ. Wir reden hierbei über ein Volumen von knapp 13 Millionen US-Dollar. Seitdem ist allerdings nicht nur das Handelsvolumen, sondern auch der Wert des Tokens ziemlich stark abgestraft worden und lanciert aktuell bei knapp 46 US-Dollar. Das dazugehörige Handelsvolumen ist auch stark rückläufig und beläuft sich auf nicht einmal 1 Million US-Dollar. Ob sich also ein ETH-POW-Token wirklich durchsetzen wird, werden wir in Zukunft sehen. Ich denke mal, man kann damit ordentliche Profite mitnehmen, würde allerdings jetzt nicht unbedingt groß darauf setzen. Ich denke, wir werden ein ähnliches Szenario wie bei Bitcoin Cash oder Ethereum Classic sehen. Kommen wir an dieser Stelle einmal zu einer etwas anderen Thematik, denn es gibt weitere sehr wichtige wirtschaftliche Zahlen hier aus dem europäischen Raum. So wurde auch der europäische Consumer Price Index jetzt veröffentlicht, also die in Anführungsstrichen Inflationszahl der Eurozone. Diese liegt bei 9,1% und somit knapp 0,1% höher als zu Beginn erwartet. Auch der Core Consumer Price Index ist weiter gestiegen, allerdings deutlich stärker. Zuvor lag er bei 4%, auch die Annahme lag bei 4%, tatsächlich liegt dieser allerdings bei 4,3%, somit knapp 0,3% höher als zu Beginn erwartet. Der Core-Inflationsindex bzw. diese Inflationszahl ist bereinigt, was Energie- und Lebensmittelpreise angeht. Die Energiepreise sind beispielsweise im letzten Monat zum Jahresvergleich innerhalb von Deutschland zumindest um knapp 36% gestiegen und die Lebensmittelpreise um knapp 16%, hierbei natürlich auf Jahresebene gesehen. Somit hat das natürlich einen großen Einfluss auf die gesamte Inflationszahl. Faktisch wissen wir natürlich alle, dass die wahren Inflationszahlen deutlich über den eben genannten Zahlen liegen, denn selbstverständlich handelt es sich hierbei nur um Verbraucherpreisindexzahlen, also die Zahlen eines Gesamtwarenkorbs, der variabel angepasst werden kann. Meiner Meinung nach katastrophal, dass man die Inflation nicht berechnet, wie sie wirklich berechnet werden sollte, sondern anhand eines Verbraucherpreisindexes. Doch das ist natürlich nur meine Meinung. Selbstverständlich ist unsere Inflationszahl sehr hoch, doch andere Länder hat es deutlich stärker getroffen, so wie beispielsweise Argentinien. Aufgrund dessen hat jetzt auch eine argentinische
chinesische Provinz damit begonnen, Kryptowährungen bzw. Stablecoins für die Zahlungen von Steuern entgegenzunehmen. Somit können in Zukunft knapp 2 Millionen Einwohner ihre Steuern unter anderem mit dem Tether-eigenen USDT-Token zahlen. In der offiziellen Erklärung heißt es hierzu, dass dieser Schritt nun getätigt wurde, um Innovation und Modernisierung zu unterstützen. Tatsächlich liegt der wahre Grund allerdings meiner Meinung nach definitiv in der Inflationszahl, die sich jetzt im Juli auf knapp 71% in Argentinien beläuft. Also wirklich eine katastrophale Inflation, die bereits seit Juli des letzten Jahres, also im gesamten letzten Jahr, gut über 50% lag. Auch der argentinische Präsident hätte nichts dagegen, wenn sie beispielsweise Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel implementieren würden, denn der landeseigene Peso ist einfach vom Wert viel zu unstabil. Wir haben ja eben die extrem hohe Inflation bereits gesehen. Anfang des Jahres nahm Argentinien auch beispielsweise digitale Vermögenswerte in seine Regulierungspolitik zur Bekämpfung von Geldwäsche auf und hat eben auch in dem Bereich die Regulation weiter vorangetrieben. Wo wir gerade bei Regulierung und Stablecoins sind, so kommen wir auf einen interessanten Bericht des Wall Street Journals zu sprechen. Dieser hat nämlich kürzlich die Bilanz von Tether als sehr kritisch bezeichnet und gesagt, dass das Unternehmen bei einem weiteren Wertverlust von 0,3% technisch insolvent wäre, somit der USDT-Token nicht mehr gedeckt wäre. Hierzu hieß es in der Erklärung, ein Rückgang der Vermögenswerte um 0,3% könnte dazu führen, dass Tether technisch insolvent wird. Eine Entwicklung, die nach Ansicht von Skeptikern das Vertrauen der Anleger schwächen und zu einem Anstieg der Rückzahlung führen könnte. Laut der eigenen Webseite hat Tether Vermögenswerte im Wert von knapp 67,74 Milliarden US-Dollar und Verbindlichkeiten im Wert von 67,54 Milliarden US-Dollar. Da haben wir uns die letzten Tage drüber unterhalten. Sie sind knapp 200 Millionen US-Dollar überbesichert, also knapp 0,3%. Das soll eben hier bei stärkeren Rücksetzern um 0,3% beim Wert der Vermögenswerte dazu führen, dass Tether nicht mehr vernünftig gedeckt ist und wird halt hier vom Wall Street Journal stark kritisiert. Selbstverständlich hat Tether Holding Limited sofort auf diesen Beitrag reagiert und sagte, dass das Wall Street Journal falsche Informationen über Rentabilität, Zahlungsfähigkeit und Rechnungslegungsstandards des Stablecoin-Anbieters verbreiten würde. Hierzu sagte Tether in einem Blogbeitrag, der Artikel versucht die Arbeit, die Tether in eine transparente und ehrliche Kommunikation mit der Öffentlichkeit gesteckt hat, zu diskutieren. So wiesen sie in ihrem Blogbeitrag den Wall Street Journal auch zurück und sagten, dass das Engagement in kurzfristige US-Staatsanleihen keine unsichere Strategie sei. Auch wehrte sich Tether gegen die Behauptung, dass das Unternehmen nicht profitabel sei und sagte, laut unserem Bericht über die konsolidierten Reserven hat Tether nie Eigenkapital ausgewiesen, obwohl es seit mehreren Jahren profitabel ist. Derselbe Bericht wurde von wichtigen Interessensgruppen als angemessen erachtet und von der NYAG akzeptiert. Vielleicht hat das Wall Street Journal Tether mit einigen seiner Konkurrenten verwechselt. Also Tether schießt hier tatsächlich eher auf die Konkurrenz ab und sagt selber, dass sie profitabel sind und auch eine vernünftige Struktur aufweisen. Ich bin und bleibe in Zukunft auch weiterhin vorsichtig, was Tether angeht, doch sollte derselbe Coin hier kollabieren, dann, ihr wisst es, würde sowieso der Gesamtkryptomarkt erstmal zusammenbrechen. Wo wir gerade beim Gesamtkryptomarkt sind, dieser wird nun auch in die iranische Politik mehr mit aufgenommen. Denn das iranische Ministerium für Industrie, Bergbau und Handel hat die Nutzung von Kryptowährungen für Importgeschäfte nun offiziell akzeptiert. Somit geben sie, wie lokale Medien berichten, grünes Licht, denn ein Gesetz zum Handel mit Kryptowährungen im Außenhandel wurde nun erfolgreich verabschiedet. Im Zuge dessen darf dann auch Strom und Gas für das Mining von Bitcoin im Iran selber zur Verfügung gestellt werden. Es bringt hier einen breiten regulatorischen Rahmen mit sich und auch iranische Unternehmen dürfen dadurch in Zukunft verschiedene Güter per Krypto importieren, statt auf US-Dollar oder den Euro zu setzen. Gerade der Iran wurde durch heftige Sanktionen weiter unter Druck gesetzt, denn sie haben in Bezug auf ihr eigenes Atomprogramm so ein bisschen gegen die Politik der westlichen Staaten gearbeitet. Dadurch wurden sie, ähnlich wie Russland, vom Bankensystem ziemlich stark ausgeschlossen und suchen jetzt halt eben andere Vehicles, wie unter anderem Kryptowährungen. Ob das jetzt positiv oder negativ für Krypto ist, das sei mal dahingestellt, aber auch Russland hat beispielsweise jetzt vermehrt darüber debattiert, Kryptowährungen doch zu nutzen. Im Rahmen einer Konferenz zum russischen Finanzsystem hat der Ministerpräsident gestern in einer Ansprache Kryptowährung als eine sichere Alternative für internationale Zahlungen bezeichnet. So würden die digitalen Währungen eine gute Möglichkeit bieten, ungehindert Zahlungen für Importe und Exporte zu tätigen. Im selben Kontext gab der Minister allerdings auch zu bedenken, dass sowohl eine unabhängige technische Infrastruktur als auch größtmögliche Cybersicherheit geboten sein müssen. Hierzu hieß es wortwörtlich, wir müssen mit Nachdruck bestimmte Innovationen fördern, darunter die Adoption von Digitalwährungen, denn diese sind eine sichere Alternative, die ungehinderte Zahlungsströme für unsere Einfuhr von Gütern aus dem Ausland und Exporte ermöglicht. Bereits zu Beginn des Jahres habe ich öfter mal darüber berichtet, dass Russland plant oder die Möglichkeit in Erwägung zieht, digitale Vermögenswerte
hier zum Import und Export zu verwenden. Sie haben sogar teilweise Bitcoin für unter anderem Gas akzeptiert, wollen das allerdings jetzt weiter ausarbeiten. Auch beispielsweise die russische Zentralbank scheint aktuell nicht mehr ganz so skeptisch dem Ganzen gegenübergestellt zu sein und hat die negative Haltung gegenüber Kryptovermögenswerten in den letzten Wochen stark runtergeschraubt. Wie eben schon angesprochen, ist es meiner Meinung nach natürlich mit einem kritischen Auge zu betrachten, denn es bringt natürlich die westlichen Länder dann einfach in den Bereich zu sagen, Kryptowährungen sind gefährlich und werden für illegale Zwecke genutzt bzw. genutzt, um eben die herkömmlichen Finanzsysteme, die stärker sanktioniert werden können, zu umgehen. Meiner Meinung nach könnte das für die Regulierung hierzulande sehr kritisch werden, doch wir werden sehen, was daraus resultiert. Jedenfalls können wir aktuell schon sehen, dass das FBI beispielsweise vor allem vor DeFi-Investitionen warnt. In einem kürzlichen Bericht warnt das FBI vor dezentralen Finanzdienstleistungen mit den folgenden Worten. Cyberkriminelle nutzen zunehmend Schwachstellen in dezentralen Finanzplattformen aus, um an Kryptowährungen zu gelangen, wodurch Anleger ihr Geld verlieren. Ebenfalls behaupteten sie, Cyberkriminelle versuchen das wachsende Interesse der Anleger an Kryptowährungen sowie die Komplexität der Blockchain-übergreifenden Funktion und den Open-Source-Charakter der DeFi-Plattform auszunutzen. Ebenfalls beobachten sie zudem, dass Cyberkriminelle Schwachstellen in den Smart Contracts der DeFi-Plattform ausnutzen, um Kryptowährungen der Anleger zu stehlen. Dazu verweisen sie beispielsweise auch auf offizielle Zahlen des Blockchain-Analyseunternehmens Chainalysis, die bekannt gegeben haben, dass Cyberkriminelle zwischen Januar und März 2022 Kryptowährungen im Wert von knapp 1,3 Milliarden US-Dollar gestohlen haben. Davon belaufen sich knapp 97% auf DeFi-Plattformen. Das haben wir natürlich auch in den letzten Tagen und Wochen immer wieder verfolgt. DeFi bringt ein hohes Risiko mit sich. Der ganze Space ist definitiv noch nicht ausgereizt und bringt zum aktuellen Zeitpunkt auch weiterhin ein relativ hohes Risiko mit sich. Erst kürzlich haben wir darüber gesprochen, dass Alcala, eine Plattform, die im Polkadot-Ökosystem platziert ist, beispielsweise mehr oder weniger gehackt wurde, beziehungsweise hier Stablecoins aus dem Protokoll einfach so gemintet wurden. Auch zum aktuellen Zeitpunkt ist Alcala nach dem Exploit immer noch offline und kann zum jetzigen Zeitpunkt eben immer noch nicht genutzt werden. Oh. Da reagiere ich total allergisch drauf. Weiter sehen wir ebenfalls eine Nachricht, die auf der einen Seite finde ich sie ganz lustig, auf der anderen Seite auch nur, weil ich nicht davon betroffen bin und ich hoffe, dass auch ihr nicht davon betroffen seid. Denn ein Solana-Projekt hat sich tatsächlich selber aus Versehen zerstört. Was ist passiert? Bei der Durchführung eines Updates haben Entwickler einer Solana-Trading-Plattform aus Versehen eine Selbstzerstörung aktiviert. Das Protokoll ist aktuell offline und hat mit einem Total Value Locked knapp 661.000 US-Dollar der Kunden eingefroren bzw. dauerhaft gesperrt. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um USDC Stablecoins und das Team selber hat angekündigt, eine volle Rückerstattung in die Wege zu leiten. Dennoch handelt es sich hierbei natürlich um einen gravierenden Fehler, der durch ein Missverständnis im Programmcode von Solana entstanden ist. Laut dem Bericht der Entwickler hat eines der Teammitglieder aus Versehen den Programmbefehl Solana Program Close initiiert. Dieser funktioniert bei Solana ähnlich wie ein Killswitch und hat quasi für eine programmierte Selbstzerstörung des Protokolls gesorgt. Zuvor hat ein Entwickler versucht, aufgrund eines Staus, den wir ja leider bei Solana des Öfteren mal sehen können, ein Update zu stoppen. Durch das Abbrechen des Updates wurde eine zweite Version von der hier bekannten Plattform Optify erschaffen. Diese sollte dann mit dem Code Solana Program Close wieder gelöscht werden. Die Entwickler selber gaben zu diesem Schritt an, ich zitiere, nicht völlig im Klaren darüber gewesen zu sein, was dieser Befehl genau für das Protokoll bedeutete. Außerdem empfahl Optify den Verantwortlichen hinter der Solana Blockchain, ich zitiere, eine Warnung für den Gebrauch des Programmbefehls in der Dokumentation hinzuzufügen. Es war also blanke Unwissenheit, die hier dazu geführt hat, dass knapp 660.000 US-Dollar an Kundengeldern gefroren wurden und quasi nicht mehr zugänglich sind. Meiner Meinung nach auf jeden Fall auf der einen Seite lustig, weil ja, irgendwie total lost, auf der anderen Seite natürlich katastrophal, vor allem für die Kundeneinlagen. Man kann nur hoffen, dass das Geld wieder zurückgebracht wird, beziehungsweise hier die Kunden wieder genau auf dasselbe Maß entschädigt werden mit den Geldern, die sie hier verloren haben. Es zeigt allerdings ein weiteres Mal, dass selbstverständlich der Krypto- und auch der DeFi-Space vor allem noch in den Kinderschuhen stecken. Wir sagen nicht umsonst, dass die meisten Krypto-Projekte wahrscheinlich aussterben werden und viele momentan noch nicht wirklich groß entwickelt sind und ein solcher gravierender Fehler zeigt halt auch eben, dass wir noch am Anfang der Entwicklung stehen. Seid und bleibt also definitiv vorsichtig, wenn ihr euer Geld hier irgendwelchen DeFi-Plattformen anvertraut. Denkt bitte immer daran, dass solche Dinge bzw. Dinge dieser Art immer irgendwie passieren können. An dieser Stelle möchte ich das Video allerdings beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, eventuell auch weitergeholfen. Sollte dem so sein, lasst mir super gerne Bewertung und einen Kommentar da. Und ansonsten sehen wir uns morgen in alter Frische wieder. Bis dahin, ciao Freunde.